Community, was geht zu einer Folge, wenn ich du wäre mit meinem kurdischen Bruder, I'm Nattis. Yo, 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 was geht? Okay, Bruder, wenn ich du wäre, würde ich erstmal mit mir hier unten landen. Und Freunde, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst unbedingt ein Abo da, like dieses Video und wir werden auch noch auf Nattis seinem Kanal ein 1v1 aufnehmen. Deswegen checkt das unbedingt auch am Ende ab, werde ich euch in der Endcard verlinken. So, ich würde sagen, Bro, wir starten jetzt mal mit der ersten Aufgabe und das wird eine richtig, richtig schwierige Aufgabe. Und wenn du die schaffst, Digga, bist du echt krass. Und zwar, Digga, du rufst jetzt einfach einen Kollegen von dir an, also einen aus deinem Clan, am besten Ocean, und sagst ihm einfach mal, dass du ihn gar nicht in den Clan aufgenommen hätten sollen, weil er einfach komplett scheiße ist und gar keine irgendwie Earnings holt oder so. Aber übertreib richtig, Digga, sodass er fast weint oder so. Also soll ich jetzt einen aus meinem Clan anrufen, also Ocean, und ihn einfach quasi so sagen, dass er schlecht ist, dass ich es bereue, dass ich ihn in den Clan genommen habe und ihn quasi aus meinem Clan schmeißen? Ja. Alter, der Arme. Okay, ich zieh durch. Ja, wenn du durchziehst, das wäre richtig krank, Digga. Okay, warte, ich muss dich ganz leise stellen. Du darfst halt nicht laut sein, sonst hört er das. Okay, gut. Hallo? Ja? Was machst du gerade? Nicht, zock ein bisschen. Chillen. Okay, also hast du kurz Zeit zu reden, ist ehrlich wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also, du weißt ja so, mit VVS, das machen wir jetzt schon seit so über 1,5 Monaten. Ja, auf jeden Fall. Und die Sache ist halt, du hast ja mitbekommen, ich habe dieses eine andere Angebot da bekommen und so. Ja. Ja, und die Sache ist halt, die meinten, ich kann halt so, weißt du, Bro, ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt am besten so sagen soll. So, egal, was ich jetzt sagen werde, okay? Nimm's mir nicht böse, okay? Auf keinen. Okay, du bist gerade nicht am Stream oder so, gell? Nein, ich bin eben muted überall. Okay, gut. Also, du musst dir so vorstellen, mich hat ja diese andere Orga da angefragt, die meinten, ja, komm rein und so bei uns. Und so, Bruder, das ist jetzt echt nicht böse gemeint und so. Okay. Und die meinten zu mir, ja, aber du kannst nur einen Spieler aus deinem Clan mitnehmen. Und so, Bruder, nimm's mir nicht böse, aber ich hab mich halt für Brooklyn entschieden, weißt du? Alles gut. Ja, alles gut. Und die Sache ist, die meinten auch, ich darf halt so VVS und so weitermachen. Und die Sache ist halt, schau mal, Bro, wenn ich VVS nebenbei weitermache, so, dann will ich auch schon Leute drin haben, so, weißt du, die auch was reißen. Und deswegen, Bruder, nimm's mir nicht böse, aber ich weiß auch nicht, wieso ich dich überhaupt so damals in VVS gelassen habe, aber dann muss ich dich auch so leider aus VVS tun. Crazy. Echt jetzt? Bist du nicht Frust? Doch, was soll ich machen? So, schau mal, weil du hast ja nicht mal Earnings und so geholt. Ja, ich weiß, Digga, leider hab ich keine Earnings geholt. Okay, Bruder, sorry. Das ist, wenn ich du wieder Aufgabe mit Nettis. Bruder, es tut mir leid. Siehst du, ja, ich weiß, ich habe keine geholt. Bruder, es tut mir leid. Bruder, du hast so FNCS Earnings geholt. Bruder, ich würde die doch niemals irgendwie rausschmeißen oder alleine irgendwo hingehen. Ich küsse doch deine. Wo du gerade gesagt hast, ja, ich wollte nur gute Spiele drin haben, die auch was reißen, so. Ich weiß auch gar nicht, warum ich VVS gelassen habe. Ich will mich jetzt verarschen. Der Arme. Bruder, ich küsse dein Herz, gell? Wir hören uns später. Ciao. Oh Mann. Ey, Bruder, okay, du hast gerade übertrieben gesteigert. Du hast übertrieben gesteigert. Bro, oh mein Gott. Ich muss echt sagen, Digga, seine Reaktion war halt richtig korrekt, Digga. Er ist nicht ausgerastet. Er hat so komplett alles akzeptiert, Digga. Das ist schon nice. Ja, natürlich. So, vor allem, ich sag auch noch so, er hat keine Earnings geholt und er ist schlechter so, okay. Der Arme tut mir richtig leid. Der Arme tut mir so leid. Aber Bruder, Nates, du hast gerade richtig übertrieben. Ich mein's ernst, ja, du hast gerade komplett gesteigert. Du weißt doch, Bro, ich weiß selber, du hast eine Freundin und so. Wie läuft's eigentlich mit deiner Freundin zur Zeit? Erzähl mal. Ja, bitte nicht, Junge. Nix mit Freundin, Digga. Bruder, der läuft echt ganz gut, aber... Wann kommt kurdische Hochzeit, dann komm ich auch so mit weißem Tuch und tanz dann so. Keine Ahnung. Bro... Ich hoffe, du machst jetzt keine kranke Aufgabe, Digga, weil... Nein, Bro, ich werde doch nicht übertreiben. Ich musste ja nicht fast gerade einen aus meinem Clan rausschmeißen. So, nein, ich werde nicht übertreiben, ja, Bro, gar keine Angst. Das ist nicht so schlimm wie mit Freunden. Aber schau,
Du kannst bei Freunden halt richtig krass übertreiben, so zum Beispiel mit Schluss machen oder so. Echt? Mit Schluss mache? Ja, zum Bruder, Beispiel würde man ja richtig krass übertreiben. Ja, Bruder, ich wollte eigentlich nicht so krass übertreiben, aber wenn du mir schon den Tipp gibst, Bruder, wie wär's? So, danke, dass du mir jetzt sogar noch den Tipp gibst. Bruder, wie wär's, wenn du einfach deine Freundin so anrufst und dir so sagst, ey, ich hab eine neue, beziehungsweise nicht eine neue, sondern einen neuen. Du sagst aber so am Anfang, ja, Schatz, wir müssen reden und so, ich hab jemand anderes gefunden. Dann denkt sie so zuerst so, tja, ja, aber dann haust du auf einmal raus, dass es ein Typ ist. Und du musst es komplett und du musst es komplett ernst meinen. Und wenn sie fragt, ja, welcher Typ, dann sagst du so, dass sie Max ist. Was? Digga, das ist so fies, ich schwör mein Gott. Du musst, Bro, ich hab dir gesagt, du hast angefangen. Wallahi, du hast angefangen. Hättest du nicht so gesteigert, hätte ich niemals so übertrieben. Also ruf sie jetzt gleich an. Krass, Digga. Ja, warte. Ich ruf sie jetzt direkt an, Digga. Ich sag einfach, ey, ich muss jetzt mit dir reden, das ist voll wichtig und so. Und, Digga, ach Junge, ich hab Angst, Bro. Sag dir, ich hab Schiss, Digga. Ich hab Eierflattern. Warte, ich ruf jetzt an. Hörst du, Bro? Ja. Yeah. Hörst du mich, Schatz? Ja. Kannst du ein bisschen lauter reden, bitte, weil ich höre dich nicht so gut. Ja, was ist denn los? Rufst du an? Schau mal, du weißt, ich war ja gestern bei dir. Und irgendwie so seit gestern, ich fühle mich richtig schlecht. Und, ich habe halt was anderes gefunden, so, was besser zu mir passt als jetzt, weißt du? Und was meinst du genau? Hä? Das mit uns geht nicht mehr weiter. Dein Ernst? Ja, ich hab eine andere Person gesehen und dann dachte ich mir, also da muss ich doch diese Person nehmen, macht bestimmt mehr Spaß. Also willst du jetzt mit mir Schluss machen? Ja. Bisschen. Über WhatsApp? Was? Über WhatsApp? Ja, willst du nicht wissen, wen ich jetzt hab? Oder wer das war? Oder wer das ist? Nein. Ja, keine Ahnung. Also, ciao, ne? Hallo? Bist du noch da? Ja. Ja, du willst schon sehen. Wie, du willst schon sehen? Ja, egal, tschüss. Nein, warte mal. Ich will dir wenig... Hat sie aufgelegt? Boah, Bruder, du hast gerade einfach mit deiner Freundin Schluss gemacht, wenn ich du wäre Aufgabe. Bruder, die hat das komplett ernst genommen. Nein. Bruder, ruf sie zurück. Bro, warte mal, ich muss mich kurz einkriegen, Junge. Bruder, du musst sie zurückrufen. Warte kurz, ich kann gerade nicht mehr, Mann. Ich bin gerade komplett... Warte. Bruder, du hast gerade mit deiner Freundin einfach Schluss gemacht. Ich dachte, du löst es am Ende auf. Die hat einfach aufgelegt. Warte mal. Bro, ich wollte es so machen, dass ich ihr dann noch sage, mit wem, aber warte kurz. Bro, was kann ich denn genau sagen, dass sie nicht so komplett noch ausflippt, Digga? Bro, also, ich sag dir ganz offen und ehrlich, das ist gerade komplett eskaliert. Also, ja, warte. Bro, lass mich nochmal anrufen. Guck mal, Bro, ich sag dir ehrlich, Digga, ich will sie schon nicht verlieren wegen so einer Aufgabe. Ja, Bro. Ach, sowieso. Digga, was soll ich sagen genau, wenn ich jetzt anrufe? Sorry, war nur Spaß, oder was? Na, schau, ich würde sagen, an deiner Stelle, ich würde das noch mit Z-Max sagen. Also, willst du nicht wissen, wer die andere Person ist, dann sagst du meinen Namen und spätestens dann hat sie gecheckt. Weißt du? Ja, okay, da hast du recht, Bro. Ja, deswegen wollte ich eigentlich deinen Namen sagen, aber dann hat sie... Ja, einfach aufgelegt, Junge. Ja, warte mal. Immer diese Mädchen. Komm, warte. Komm, warte, ich rufe jetzt nochmal an. Bitte geh ran, bitte. Okay. Oh mein Gott, bitte geht sie jetzt ran. Ansonsten, Bruder, du hast einfach deine Freundin wegen Fortnite. Schatz? Ja. Ich hoffe, du bist nicht sauer wegen gerade eben. Vielleicht hast du es ein bisschen an meiner Stimme erkannt. Ich bin auch nicht mehr so. Ich liebe C-Max. Wie soll ich sagen? Ich war letztens mit C-Max unterwegs und dann habe ich einfach gemerkt, so zwischen mir und ihm passt es einfach viel besser. So, er hat immer richtig coole Witze, so darüber lache ich immer. Weißt du? Mhm. Frank, Schatz. Was für Witze, was für ein C-Max verliebt, Mann? Ja, kein Wunder, so oft wie du über ihn redest. Was? Was? What? What? Die will jetzt... What? Nein! Die denken halt wirklich, Frau, die denken, ich liebe dich.
sagen. Was wolltest du sagen? Nix, alles gut. Was, ich hab dich gar nicht verstanden. Warte, sag nochmal. Alles gut. Ja, okay, okay. Also, Schatz, nochmal sorry, ne? Dass ich gestört hab. Alles gut. Okay, ciao, ich liebe dich. Bis dann. Ciao, ciao. Okay, krass. Bruder, wir haben komplett übertrieben. Scheiße, ich schwöre, wir haben komplett übertrieben. Das ist die krankeste Folge. Zeig mir jedes, wenn ich du wäre, auf YouTube. Wir haben alles hochgenommen. Alter, Bruder, ich habe einfach einen aus meinem Clan fast verloren. Du hast deine Freundin fast verloren. Was soll noch passieren, Bruder? Also die Leute müssen echt mit den Likes eskalieren, wenn die nochmal was davon sehen wollen. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, Digga. Du denkst gerade, das ist krass oder so, was wir gerade gemeint haben. Aber es kann noch viel krasser werden. Ich habe richtig kranke Ideen, Bro. Okay, dann sag deine nächste Aufgabe, komm. Bro, du musst jetzt einfach. Du hast ja eine Katze, ne? Ja, Coco. Coco. Bro, was ist eigentlich denn so von Coco ihr Lieblingsessen, Bro? Was magst du so zum Frühstück? Erzähl mal. Also, Bruder, egal was du jetzt sagen wirst, egal was du jetzt denkst, ich werde kein Katzenfutter essen. Das kannst du knicken. Nein, Bro. Ich werde kein Katzenfutter. Ein bisschen Katzenfutter. Doch, Digga, ein Löffel von diesem Malteser Katzenfutter, Digga. Das war richtig geil. Keine Ahnung, wie das heißt. Was auch immer, Bro. Bro, das Ding ist, sie hat halt so entweder Futter, so Trockenfutter. Also Trockenfutter, ja, okay. Aber dieses feuchte Futter ist richtig ätzend. Das mach ich selbst nicht. Trockenfutter esse ich. Bro, ess mal dieses Feuchte, Digga. Ich will so, Bro, ich rieche ja immer daran. Es riecht gut, aber wenn du so ein bisschen näher reingehst, das stinkt dann so richtig. Wallahi, du bist so eklig, Junge. Bitte probier mal, Digga. Nimm so einen kleinen Löffel so von diesem Gelee, Digga. Oh. Du meinst es komplett ernst? Ja. Ey, Digga, ich muss mit meiner Freundin Schluss machen, Bro. Ich schwör, da ist dagegen Katzenfutter ist auch gar nichts, Digga. Ja, okay. Dann gönne ich mir jetzt Katzenfutter. Lecker. Komm, ey, Freunde, wenn jetzt C-Max wirklich Katzenfutter isst, dann müsst ihr auf dieses Video die 25.000 Likes voll machen. Wenn ihr das macht, gibt's dann direkt eine neue Folge. Okay, ich habe jetzt hier Katzenfutter von Coco, Diabetesfutter, also was heißt Diabetes? Gewichtsverlustfutter. Weißt du, weil Coco muss ein bisschen abnehmen. Schaut eigentlich an sich ganz lecker aus. Es riecht gar nicht mal so eklig, um ehrlich zu sein, Bruder, was ich alles für Klicks mache. Digga, heftig, Bro. Zieh durch, Digga. Ey, nein, das war eine Challenge, Bro. Das musst du machen. Boah, das wird so ätzend. Boah, das tropft auch schon so. Oh mein Gott, ich werde so kotzen. Ich schwöre, ich werde kotzen. Warte, ich brauch... Nein, komm, zieh durch, Digga. Easy. Bro, ich glaube an dich, Digga. Wir haben schon viel krassere Dinge durchgezogen, Digga. Bro, das ist so ätzend, ich schwöre. Okay. Aber das ist halt echt übertrieben. Schmeckt so nach Fleisch, schmeckt gar nicht so eklig. Was ist das gerade oder was? Ja. Hey, ich schwöre, es schmeckt gut. Junge. Er schmeckt nach Chicken. Nicht dein Ernst, Bro. Digga, das ist nein. Oha. Oh mein Gott, Bro, okay, das ist so krank, Digga. Er ist ein bisschen eklig. Junge. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du so viel isst, Bro. Und dass es dir schmeckt, hätte ich auch nicht gedacht. Ab jetzt wird Pizza mit Katzenfleisch bestellt, Digga. Ich habe kurz so diesen Kotzreiz bekommen. Also am Anfang hat es gar nicht so schlecht geschmeckt. Aber im Nachhinein, das war so eklig, Bro, du weißt gar nicht. Am Anfang hat es so ein bisschen so nach Chicken und so, weißt du? Deswegen weiß ich auch, wieso Coco so davon immer viel essen will. Aber im Nachhinein, Digga. Boah. Oha, okay, Digga, Bruder. Okay, Bruder, hör zu. Ich würde jetzt an deiner Stelle Fortnite-Tänze machen. Also nur wenn ich du wäre, ich würde Take the L machen, so, dann so diesen No-Skin-Tanz. No-Skin-Tanz, dann Zahnseide. Digga. Ich würde richtig Gott, viele Bro. Fortnite-Tänze machen. So richtig viele. Kann ich machen, Digga, gar kein Problem. Boah, ich habe immer noch diesen ekligen Katzenfutter-Geschmack in meinem Mund. Oh. Bro, aber wir müssen doch die Runde gewinnen, oder nicht? Na, egal. Komm, warte, Bro. Lass mich wenigstens die Gegner noch kurz pushen, dann mache ich, okay? Na, machst du diese kurdische Fortnite-Tänze? Ja, warte, bis ich mich kurz einbunkern kann, warte. Biggie? Warte. Mit was soll ich anfangen? Mit Take TL oder mit was? Was du willst, Bruder. Aber okay, ich will auf jeden Fall No-Skin-Tanz von dir sehen. Okay, warte. Ich mach erstmal die Idee. Übertreib richtig. Tanz. Warte. Bro, ich hab grad Katzenfutter gegessen. Digga, ich weiß gar nicht, wie dieser No-Skin-Tanz geht, Digga. Ich mach einfach den nach vorne, Hände,
Keine Ahnung, Bro. Zahnseide. Ich schwör, ja, okay, Zahnseide. Mach Remix, Zahnseide. Ja, okay. Warte. Jetzt Warp Dance. Nein, Spaß, Digga. mach Renegade. Mach Renegade. Renegade, warte. Wie ging das, Bro? Renegade. Keine Ahnung, Bro. Mach kurdische Tanz. Bro, das ist zu cringe. Bro, vertrau mir, ich hab grad echt viel gemacht. Du musst jetzt noch einmal. Kennst du? Nein. Also, Bro, das ist zu übertrieben, Bro. Ja, okay, komm. Ich hab grad echt viel gemacht, Digga. Ich hab 5 Tänze oder so gemacht. Junge, ich hab Katzenfutter gegessen. Am Anfang, es hat nicht mal so eklig geschmeckt. Aber im Nachhinein, boah. Ja, okay, das stimmt auch. Aber das Katzenfutter, oh. Ich hab. Au, oh, what? Warte. Boah, er gibt mir 215 Headshot. Oh mein Gott, Digga. Du kannst retzen kurz, Bro. Eigentlich. Okay, danke. Digga, er ist richtiger Mongral, Digga. Ich schwör's dir, Bro. Wie er pusht. Oh mein Gott. Bitte. Er ist so schlecht, Junge. Er ist so schlecht. Hiel dich. Ja, warte kurz. Bro, wir müssen kurz gehen. Was mache ich? Wieso gehe ich Zone rein, Leute? Bro, ich weiß auch nicht, ich will dir einen Splashy geben. Okay. Einer pusht dich. Einer 46. Bro, ich heal mich kurz. Mach das. Oh mein Gott, Bro. Der ist gerade anders spannend. Einer ist fast dead, Bro. Pass auf, über uns sind auch noch welche. Von hinten! Nein, ich kann nichts machen! Oha, Bro! Digga, what? Falls ihr direkt morgen ein Part 2 sehen wollt, eskaliert mit den Likes. Wie gesagt, Nates hat schon vorhin gesagt, als ich kotzen war, gefühlt. Also ich musste nicht komplett kotzen, aber ich habe diesen Würgereiz bekommen. Am Anfang das Katzenfutter war ehrlich nicht so eklig. Lasst, wie gesagt, 25.000 Likes da. Hier im Hintergrund seht ihr, ich habe Harzlicht bekommen. Einfach, Bro, ich habe einfach Tanz- bzw. Kondensstreifen bekommen. Der heißt einfach Harzlicht. Die haben mir einfach Hartz-IV-Licht gegeben, weil YouTube nicht mehr läuft, Bro. Nein, wie gesagt, falls ihr neu auf dem Kanal seid, Abo dalassen. Neben meinem Kopf kommt ihr, wie gesagt, zu dem 1v1 gegen Nates auf seinem Kanal, sowie in der Beschreibung zu Nate ist seinem Kanal. Lasst ein Like da, beste Community. Neben meinem Kopf kommt ihr auch zu den letzten Videos sowie mein Zweitkanal und tschüss.